Großkampfschiff in Sicht. Kurs 263. Ja, und damit euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Silent Hunter 5. Und da hinten befindet sich in der letzten Folge ja erfolgreich noch gefunden, hoffentlich der Kampfverband Age. Ich weiß leider Gottes nicht genau, woran wir ihn identifizieren können. Wir können ja aber mal ganz kurz auf die Karte gehen. Kampfverband in Sicht, Kurs 2. Beziehungsweise wir sollten mal abtauchen, fällt mir gerade auf. Wir sind nämlich jetzt schon gleich im Sichtbereich. So, und wenn wir jetzt da runtergehen, während wir abtauchen, gucke ich nochmal schnell auf die Karte. Und dann können wir uns nochmal schnell angucken, ob wir irgendwie ein Merkmal von dem Kampfverband Age finden. Versinken Sie zwei Schlachtschiffe vom Kampfverband Age? Nee. Bla 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 bla. Kriegsschauplatz von entscheidender Wichtigkeit, außerdem besitzt Gibraltar ein. Bla bla bla. Nee. Hier ist zwar die Ansage, dass das Ding hier patrouilliert, aber wir haben jetzt das Vieh hier gefunden. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es der Kampfverband Age ist. Wenn er es nicht sein sollte, was ich hoffentlich nicht vermute, dann müssten wir theoretisch mal quasi Richtung Gibraltar fahren. Natürlich müssen wir vorne nochmal Torpedos aufsammeln, aber wir müssten dann Richtung Gibraltar fahren und dann da hoffen, dass wir da eventuell irgendwas finden. Kann ich natürlich nicht garantieren. So, jetzt bereiten wir uns mal auf den Angriff vor, soweit das halt auch möglich ist. Falsche Seite. Mist. Moment. Ich will nach vorne. Es ist halt, wie gesagt, in Silent Hunter nie immer garantiert, ob du den richtigen Konvoi denn jetzt eigentlich angreifst. So. Natürlich ist es nicht möglich. Warum ist es jetzt schon wieder nicht möglich? Ach, du hast nicht genug Punkte. Ach Gottchen. Kinders. Was soll ich mit euch machen? Gehe ich nochmal schnell zum Smoothie. Vielleicht hat der noch irgendwas zum Anspornen. Ich weiß ja nicht. Möchten Sie mal den Eintopf probieren, Herr Kaloin? Keine Sorge, Herr Kaloin. Bei dem Essen. Ja. So, jetzt haben die wieder ein bisschen Moral. Oder etwas bessere Moral. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt. Näher kommt. Alles klar. In großer Entfernung. So, jetzt sind die Torpedos vorgeheizt. Jetzt machen wir mehr Schaden. Jetzt geht's einmal nach oben. Ans Angriffsseerohr, da wurde ich ja wie gesagt auch schon darauf hingewiesen, dass ich immer das Luftseerohr nehme und nicht das Angriffsseerohr. Ja, ist mir durchaus bewusst. Und jetzt können wir ja mal planen, was wir eigentlich machen. Ach du Scheiße, jetzt sind doch... Ich habe die irgendwie ein bisschen weniger in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein Schlachtschiff. Hier ist ein Schlachtschiff, die haben natürlich auch alle eine Kennung, ne? So ist ja noch nicht. Oder einen, ich sage jetzt mal einen Typ, eine Baureihe. Die weiß ich jetzt an der Stelle natürlich nicht, weil ich kein Schiffsexperte bin an der Stelle. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie einen geben, der das auch wiederum weiß. Ich werde dir gleich nochmal zeigen. Das sind alles Begleitschiffe. Wie gesagt, das Schiff hier. Das Schiffchen hier. Und das Schiffchen hier. Alles britische Schiffe und alles Schlachtschiffe. Trotzdem weiß ich halt nicht, ob das wirklich die Schiffe sind, die wir versenken müssen. Aber es ist definitiv ein Versuch wert. Und wenn die jetzt gerade hier vor uns sind, dann gönnen wir uns den Spaß, sag ich mal. Umschalten auf Salve. Rohr 4. Wird geschlossen. So, machen wir mal 4 Meter. Knapp. Torpedotiefe eingestellt auf 3 Meter. Das könnten wir überlegen, ob wir auf... Komm, wir schießen am besten auf die 2. Vielleicht mal stehen. Maschinenstopp. Und dann lassen wir unsere Beute einfach in uns reinfahren. Wortwörtlich. Oder wir machen halt die Stufe 1, aber dann sind wir noch zu weit weg. Nee, wir machen Stufe 2, das ist schon gut. Langsame Fahrt zurück. Maschinenstopp. So. Wir müssen ungefähr... Das ist eine beängstigende Stille gerade. Los, das können wir feuern. Los, Rohr 3, los. So, wollen wir mal gucken, ob das was bringt. Während die Jungs hier nachladen. Maschinenstopp. So,
So, wo kommen die Torpedos? Ich sehe sie gerade noch nicht. Da kommen sie, die drei Stück. Ich würde sagen, die haben getroffen. Und da kommt noch der dritte. Jo, ich würde sagen, das Ding ist versenkt. Eindeutig. Das kann er nicht überlebt haben. Ne, kann er auch nicht. So, jetzt gucken wir nochmal ganz schnell auf die Karte, ob da jetzt sich schon was ergeben hat. Nee, anscheinend zählen die nicht dazu. Aber ich kann die jetzt nicht einfach fahren lassen, deswegen werde ich die jetzt tatsächlich alle zerstören. Und dann werden wir uns ganz fix noch Torpedos holen und direkt weiter schlachten. Wortwörtlich. Rohr 3 wird geschlossen. So, der braucht ja noch ein bisschen. Dann pfeffern wir seinem Kollegen, der gerade ihm ausweicht, auch nochmal ein paar Salven rein. Zwei Stück. Torpedotiefe Ich eingestellt meine, auf Torpedos kann man ja, ich sage es mal, ein bisschen inflationär verwenden. Die sind ja jetzt nicht so kostspielig, als dass wir da jedes Mal eine Feindfahrt beenden müssten. Rohr 1, los. Ist natürlich jetzt schade, dass die nicht in der Hinsicht zählen, wie es für unseren Auftrag wichtig wäre. Aber man muss ja immer mit dem arbeiten, was man bekommt. Und wir haben ja jetzt den Auftrag zwar hier. Ja, sehr gut. Wir haben ja zwar den Auftrag, den Kampfverband Age zu zerstören. Schade, dass der das jetzt halt hier in dem Moment nicht ist. Aber wie gesagt, es ist unsere Pflicht als U-Boot-Kommandant auch ein bisschen hier aufzuräumen. Auch wenn es jetzt nicht direkt zur Erfüllung unserer Aufgabe dient. Ach je, da müssen sie uns halt, keine Ahnung, suspendieren. Aber wir haben es ja gut gemeint. So, jetzt sollten wir uns ein bisschen beeilen, weil die Zerstörer gleich wissen, wo wir sind und dann haben wir ein Problem. Ein dezentes. Na, komm. Der weicht halt immer noch seinen Kollegen aus. Ich glaube, der steht sogar. Neues Ziel wird Ja, erfasst. der steht. Rohr 5, los. Gut, solange der da steht, möchte ich dem ganz gerne meine Torpedos reinpfeffern. Langsame Fahrt Zumindest voraus. die ich habe. Ich hoffe mal, der eine geht noch rein. Der kommt noch rechtzeitig an. Ja, das sieht gut aus. Oh. Schwer versenkt. Also den Torpedo. Torpedotiefe eingestellt auf 3 Meter. Rohr 2, los. So, jetzt fährt der Torpedo natürlich durch den Frack durch, aber ich denke mal, das sollte schon untergegangen sein. Rohr 5, Und bereit. demnach kein Problem mehr darstellen. Rohr 3, bereit. Torpedotreffer. So, das Ding ist vermutlich mal zerstört. Dem könnten wir jetzt mal zugucken, wie es sinkt. Tauchen. Und währenddessen tauchen wir ab und lassen einfach mal die Zerstörer in Frieden. Ich glaube, wir haben eben gerade die Panzerung getroffen, würde ich mal vermuten, weil ein Loch haben wir hier nicht hinterlassen. Und das hier ist leider Gottes nicht. Ah, das ist nicht sichtbar. Schade. Aber wie die Schiffsschrauben sind weg. Der sinkt. Der hat keine Chance. Keine Schnitte. Tiefe beträgt 2,0 Meter. Bei sowas finde ich das dann natürlich auch immer interessant, wie die Schiffe dann schlussendlich auch sinken. Also das ist ja doch relativ schön animiert worden. Teilweise brechen die halt auch zusammen. Ne, in dem Fall sinkt das einfach nur. Schade. Rohr 2, Jo, bereit. das war's. Schiff ist weg. Also drei Schlachtschiffe waren jetzt hier, die sind alle jetzt untergegangen, sind irgendwo im Nirwana. Sehe ich es hier noch? Nee, sehe ich nicht. Schade. Ja, wir haben leider Gottes wahrscheinlich nicht die Mission erfüllt. Nee, schade, leider nicht. Aber hiervon was gemacht? Auch nicht. Und hier hinten erst recht nicht, das macht keinen Sinn. Nee, ja, das war dann leider doch nicht der Kampfverband Age, aber wir haben unsere Pflicht doch erfüllt, meiner Meinung nach, denn wir haben, ja, quasi wichtiges Kriegsmaterial von den Briten versenkt, auch wenn es nicht angerechnet wird. Das ist jetzt etwas schade. Müssen wir mal mit klarkommen. Dann würde ich sagen, fahren wir mal runter nach Boni.
oder Bone oder Schlag mich tot in Tunesien und nehmen da neue Torpedos auf. Wir könnten natürlich auch nach Sardinien fahren, das wäre auch eine Option. Oder wir probieren tatsächlich jetzt mal unser Glück in der Meerenge bei Gibraltar und laden auf dem Weg bei Oran oder Algeris. Schreib mich tot. Da könnten wir auch theoretisch Torpedos aufladen, aufnehmen. Das wäre jetzt auch kein Ding. Ich glaube, das machen wir auch. Also ganz ehrlich, 1. Dezember, 1. September. Ja, wir machen das. Das ist, denke ich mal, richtig. Neuer Wegpunkt. Kurs und 30, 7. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal elegant bei Oran die Dinge auf. So, aber bevor wir das machen können, müssen wir natürlich noch hier aus der Scheiße raus. Wir haben uns ein bisschen Freunde gemacht. Machen wir mal die Seerohre rein. Auch auf eine relativ tiefer Tauchfahrt sind wir auch schon. 30 Meter, glaube ich. 38 Meter, genau. Das ist eigentlich ausreichend. Jetzt ist die Frage, was macht der Kapitän nach so einem erfolgreichen, mehr oder weniger erfolgreichen Angriff? Der wird sich vermutlich einfach jetzt in die Koje legen und sagen, fick doch die Wand an, ich mach gar nichts mehr. Das werde ich jetzt nämlich auch tun. Ich warte jetzt einfach, bis die jetzt ihren Spaß hinter sich gebracht haben. Die werden jetzt noch ein bisschen hier rumkurven, werden noch warten, bis wir, was wir machen. Und dann war es das, denke ich mal, auch. Wie lange können wir eigentlich denn die Tauchfahrt durchhalten? 92%, das ist doch noch, sag ich mal, relativ human. Da können wir noch eine Zeit lang tauchen. Langsame Fahrt voraus. Sag ich mal, aber mal langsame Fahrt, ansonsten wissen die ja, könnten die eventuell erraten, wo wir sind. Da habe ich halt auch nur wenig Bock drauf. Mit schneller Fahrt entfernt sich in 1, 5, 8, in großer Entfernung. So, ich denke mal, die werden jetzt langsam Stück für Stück abdrehen. Interesse der... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Maschinenstopp. Was macht denn das... Was macht dieser eine Zerstörer da? Okay, gut. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, näher kommend, in und 20, 6, in mittlerer Entfernung. Einfach nur, weil wir es können, werde ich jetzt mal die Route dezent verlegen. Mit schneller Fahrt. Weil ich habe das Gefühl, die wissen noch, wo wir sind. 2, 1, 2, in mittlerer Entfernung. Und Kinders, wisst ihr was? Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter abtauchen. Neue Tiefe. 4, 4 Meter. Und da der jetzt direkt über uns ist, machen wir volle Fahrt. Oh oh. Das ist gar nicht so gut. Das ist echt gar nicht mal gut. Ich glaube, der Kapitän sollte sich doch noch nicht hinlegen. Halbe Fahrt voraus. Upsala. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Und zwar wollte ich jetzt hier wieder raus. Wie komm ich hier raus? Kinders? Hallo? Ach so. Escape. Okay, was machen wir denn jetzt mal? Kollege. Ja. Wo war Schleichfahrt, Schleichfahrt, Schleichfahrt? Wie geht es Greta? Nee, das wollen wir jetzt tatsächlich mal nicht. Jawohl, Herr Kalon. Das war bei ihm auch nicht. Er war ja der Geschützführer. Nee, Quatsch, war er nicht. Oder? Matrosen-Obergefreiter. Okay. Mit dir hatte ich schon geredet. Ja, bitte, Herr Kalon. Ach, mit... Oh, ich hasse diese Steuerung, ne? Mit ihm hatten wir schon... Mit dir wollte ich reden. Da. Schleichfahrt. So, wir machen jetzt Schleichfahrt und verpissen uns einfach. Halbe Fahrt voraus. Langsame Fahrt voraus. Es ist ein bisschen kritisch mit den Schiffen jetzt noch über uns. Solange die halt wissen, grob wo wir sind und unsere Peilung haben, haben wir halt gelitten.
So, theoretisch könnten wir eigentlich auf 60 Meter gehen. Das wäre ja kein Ding der Unmöglichkeit. Neue Tiefe 6, 0 Meter. Neue Tiefe 5, 8 Meter. Neue Tiefe 6, 2 Meter. So, wir tauchen nochmal ab. Je tiefer, desto besser, tatsächlich. Je weniger Kontakt die mit uns haben, ist, desto besser. Und je tiefer wir halt auch tauchen, desto weniger wissen die, wo wir langfahren. Tiefe beträgt 6,0 Meter. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit schneller Fahrt auf gleichbleibender Entfernung. In 2,2,1. In großer Entfernung. Wenn natürlich jetzt die ganze Zeit ein Kriegsschiff immer wieder drüber rumfährt, dann ist das mit dem Flüchten recht schwierig. Das sei an der Stelle mal gesagt. Aber ich glaube, wir könnten jetzt, hätten jetzt eine gute Chance zu entkommen. Indem wir hier einfach langsam ganz gediegen raustuckern. Die suchen uns nämlich noch irgendwo da hinten. Aber solange uns jetzt keiner hier hinterherfährt, bin ich mal der Meinung, dass die uns verloren haben. Ja, scheint gut. Wir sind nämlich schon da hinten und die fahren hier hinten noch rum. Also die fahren, wir sind hier hinten und die fahren da vorne rum. So rum ist richtig. So, und wir sind ja jetzt auf ein paar 60 Meter. Das müsste jetzt, ja, das ist schon im Vergleich schon ein bisschen tiefer zu dem, was wir sonst immer fahren. Wir fahren sonst immer so ungefähr, ich sag es mal, auf der Höhe hier. Das wären jetzt so ungefähr 30 Meter. Jetzt fahren wir ja auf 60 Meter, paar 60 rum. Das ist im Vergleich das Doppelte. Und was das Flüchten angeht, wahrscheinlich sogar noch sehr produktiv. Gut, so jetzt haben sie, glaube ich, die Peilung und das Interesse verloren. Jetzt fahren sie nämlich einfach weg. Schmeißen noch ein paar Wasserbomben, wie ich das so sehe. Aber ansonsten sind die jetzt nicht mehr interessiert. Oder sie haben ein neues Suchmuster und suchen einfach gleich da hinten noch weiter. Kann ich ja jetzt nicht wissen. Nee. Gut, dann warten wir noch ein bisschen, bis die wirklich, wirklich, wirklich weg sind. Weil die tuckern jetzt halt da hinten noch irgendwo rum. Und wenn wir gleich Gewissheit haben, dass die wirklich weg sind, dann können wir auftauchen. Halbe Fahrt voraus. Ich muss irgendwie Distanz gewinnen. Und die Frage ist, wo fahren die jetzt lang? Fahren die jetzt wieder nach Süden? Weil dann fahre ich, wäre ich jetzt denen eben gerade fast noch mitgefahren. Parallel. Ja, ich denke mal, die fahren nach Süden. Ich bleib so lange getaucht, bis wir die Peilung hier verlieren. Und dann kann ich mir mal Gedanken machen, eventuell, ob ich auftauche. Aber nur dann. Ganz eventuell. Die Gefechtsstation ist immer noch aktiv. Frag mich nicht warum. Eigentlich müsste es schon wieder längst deaktiviert sein. Oder es bleibt einfach dauerhaft aktiv. Kann ja auch sein. Ich mache jetzt, glaube ich, mal Radikalkur. Ich fahre jetzt exakt von dieser Peilung weg. Im 180-Grad-Winkel. So, jetzt können wir uns mal langsam Gedanken machen, ob wir wieder auftauchen. Und dann einmal das Luftseerohr, bitte. Wir sind immer noch auf vierfache Geschwindigkeit, fällt mir gerade auf. So, wenn da jetzt noch was wäre, dann wäre es da hinten irgendwo sichtbar, aber ich sehe da nichts. Von daher könnten wir theoretisch auftauchen. Wir haben noch die Hälfte an Batterien, also wir hätten da noch ein bisschen mehr Quatsch bauen können. Aber wie gesagt, wir haben jetzt alles geschafft, mehr oder weniger. Haben wir eigentlich Hüllenschaden genommen? Nö. Also im Prinzip, wir haben keine Verluste davon getragen, halt außer ein paar Torpedos und der, ich sag's mal, dem verschwendeten halben Tag. Also In-Game-Tag. Aber ich denke mal, da gibt's deutlich Schlimmeres. Ein Versuch war es definitiv wert. Übrigens, es war tatsächlich auch der Kampfverband, den wir da in der letzten Folge in der Mitte, glaube ich, war das, irgendwo in der Mitte gefunden hatten, den wir dann aber nicht angreifen konnten, weil dann noch so ein kleiner, ich sag erstmal, nachhängender Konvoi noch rumfuhr. Aber das war der auf jeden Fall. Ist halt trotzdem schade, dass der jetzt einfach nicht gezählt wurde.
Aber shit happens. Wortwörtlich. So, ich glaube, ich gehe nochmal auf eine andere Taktik. Ich werde jetzt schon im Dingenskirchens hier die Torpedos auffüllen. In Algerie oder so. Aus dem einfachen Grund, weil ich die Befürchtung habe, dass wir vielleicht den echten Kampfverband Age jetzt auf diesen paar Metern noch treffen könnten, eventuell. Und dann keine Torpedos zu haben, wäre halt doch etwas fatal. So. Ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, wie die Küste hier aussieht. Ob die grasbewachsen ist oder ob die eher, ich sag jetzt mal, halt wüstentechnisch angehaucht ist. Realistisch gesehen müsste es halt ein bisschen karger sein von der Vegetation her. Dürfte jetzt halt kein strahlendes Grün sein. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Küste an, gucken wir uns mal den Hafen an. Ja, ist jetzt... Ja. Ich sage es mal so, die Vegetation hält sich hier in Grenzen. Es ist halt im Prinzip eine ganz normale generische Stadt, Querstrich Hafen. Was man denen aber zugute halten muss, ist es im Prinzip jetzt kein Baum. Keine Baumvielfalt oder keine Eiche wie in Deutschland oder halt in Nordeuropa. Sie haben halt einfach nichts hingemacht. Einfach nichts. Meilenweit wahrscheinlich nichts. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier auch schon was aufnehmen können. Torpedos, wir brauchen gar nicht bis reinfahren. Genau, Überholung. So, wie sieht's mit den Torpedos aus? Alle aufgeladen, sehr gut, alle nachgeladen vor allen Dingen. Die Moral, das ist die nächste Frage. Wie sieht es denn eigentlich gerade mit der aktuellen Moral aus? Sind das die Moralpunkte? 100 von 100, okay. Also hat er jetzt auch wieder volle Moral, demnach. Ja, bitte? Ja, hat er. Also wir müssen vielleicht, wenn wir längere Feindfahrten machen, auch ab und zu mal vielleicht eventuell in so einem kleinen Hafen mal kurz anlegen, einfach mal eine Überholung machen. Damit die Moral von der Mannschaft wieder hergestellt wird. Die stellen sich nämlich sonst immer ein bisschen an. Gut. Dann war es das auch schon mit dem Besuch am Festland. Einfach mal eine kurze Kurve gelegt und dann direkt weiter. Ich werde mich jetzt zur Erklärung in der Meerenge vor Gibraltar auf die Pirsch legen und einfach warten, ob da irgendwas kommt. Weil der Kampfverband Age, der müsste ja theoretisch hier irgendwo rumtuckern. Und wenn er, wie gesagt, da Gibraltar schützen möchte, dann muss er auch bei Gibraltar irgendwo vorbei, ne? Also er ist zumindest in Gibraltar stationiert. Das ist ja der Knackpunkt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal warten. Und mal gucken, was passiert. Kann natürlich jetzt ein bisschen dauern, ne? Neuer Wegpunkt. Kurs 3, 4, 4. Maschinenstopp. Erreichen das Ende der Wegstrecke. Neuer Wegpunkt. Kurs 0. Nehmen Kurs wieder auf. Neuer Wegpunkt. Kurs 3, 5. So, die Frage an der Stelle ist ja natürlich jetzt, wie sieht eigentlich dieser Kampfverband Age aus? Also was hat der genau für eine Art von Kriegsschiffen, für Schlachtschiffe? Sind das die richtig, richtig fetten Würmer? Weil wir hatten jetzt eben gerade... Wie gesagt, die drei, die wir da gefunden hatten, das waren ja, ich sag mal, mittelgroß. Und wenn man mal vergleicht mit den richtig schweren Schlachtschiffen, ich weiß nicht, ob man das noch unterteilen darf und unterteilen kann, aber im Vergleich zu den richtig großen Schlachtschiffen waren das ja im Prinzip nur ein bisschen modifizierter Zerstörer. Das war ja nicht wirklich die Essenz. Aber ich bin, wie ich schon meinte, kein Schiffsexperte. Ich kann da keine Auskunft geben, die jetzt... keine Ahnung, da die Schiffstypen unterscheiden könnte. Aber vielleicht kann das ja wer aus der Community. Ja, und jetzt geht wieder genau das los, was ich die ganze Zeit befürchte, was ich die ganze Zeit eigentlich auch immer vermeiden möchte. Dieses ewige Gesuche und Gewarte auf irgendwelche Schiffe. Und das könnte jetzt ein bisschen dauern. Fürchte ich.
Oh, speichert. Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen? Gar kein Zeichen. 5. Flugzeug in Sicht. Kurs 2, 2, 3. Au. Oh, okay. Hier sind auch noch Flugzeuge stationiert. Die Hurricane MK1, die Beaufort, die Beaufighter, okay. FB Beaufighter. PBS Anson und die S Sunderland. Das sind interessant. Das sind wirklich sehr interessante Namen. Die tatsächlich sagt mir da, außer der Hurricane, sagt mir da keiner der Flugzeugtypen, sagt mir da was. Müsste ich alle nochmal nachgucken, tatsächlich. Aber wenn man sich das mal so anguckt, würde ich mal sagen, Hurricane, kleines Flugzeug und das andere sind wahrscheinlich alles die, laut Zeichen, halt große, schwere Flugzeuge, vielleicht sogar Bomber. Oh, mich würde natürlich jetzt mal eine Sache interessieren, ne? Also erstmal natürlich, was ist das für ein Flugzeug? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wenn wir jetzt ans Festland kämen, rein hypothetisch, würden wir dann theoretisch eine Flugbasis irgendwo sehen, einen Luftwaffenstützpunkt mit den Flugzeugen auf dem Boden? Ich habe keine Ahnung. Ein interessanter Gedanke wäre das, glaube ich, allemal. Aber ich bezweifle, dass das Spiel an der Stelle so weit denkt. Flugzeug in Sicht. Kurs 9, 9. Okay, die fliegen jetzt definitiv über uns drüber. Machen wir mal kurz Stopp, Pause. Und dann gucken wir uns mal die schönen Flugzeuge an. Also definitiv keine Jäger. Keine Bomber, meine ich. Aber ich weiß nicht, ob die uns zur Gefahr werden könnten, wenn die uns jetzt angreifen würden. Kann ich nicht sagen. Aber interessant wäre es allemal, wenn die uns angreifen würden. Dann könnten wir wenigstens mal die Flak probieren. Eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich müssten wir doch jetzt mal die Flak ausprobieren, oder? Gesehen wurden wir ja trotzdem, also das macht keinen Unterschied. Ist halt jetzt immer nur noch die Frage, ob wir da jetzt noch vielleicht was austeilen können. So, komm, Jungs, bemannen. Aber ich treffe da doch gar nichts. Ne. Ich weiß nicht, ob irgendwann in diesem Spiel schon mal jemand ein Flugzeug abgeschossen hat, aber wenn dieserjenige das geschafft haben sollte, möge er es mir bitte mitteilen, weil das finde ich schon ziemlich krass. Also hier ein Flugzeug zu zerstören ist schon echt eine Hausnummer, weil die trifft man einfach nicht, die sind so scheiße schnell und man selber kann nicht richtig anvisieren, das ist immer so ein Gespray. Und sobald man halt mal getroffen hat, war es das auch schon wieder. So, Kinders, wisst ihr was? Ich fahre jetzt mal ganz kurz in den Hafen von Gibraltar, um die Folge nochmal ein bisschen A, spannender zu machen und B, um mal nachzugucken, was da eigentlich genau abgeht. Und ich wollte mir mal den Flughafen angucken. Da bin ich wenigstens mal ehrlich. Ich fahre zum Großteil wegen dem Flughafen da rein. Aber ansonsten ist hier eigentlich ziemlich ruhig, da passiert ja gar nichts. Ich habe es eigentlich damit gerechnet, dass hier ein Großaufgebot an... Ja. Hat das ein Grund, warum die alle direkt einen Kurs auf uns haben? Das gefällt mir jetzt gar nicht. I have a short question, my dear. Und zwar, was ist das jetzt wieder für ein Flugzeug? Ah, Moment. Wir müssen vielleicht wieder... So, dann das hier und jetzt Pause machen. Das ist ein bisschen tricky hier. Das ist jetzt, glaube ich, kein Iger mehr. Das ist jetzt tatsächlich ein Bomber.
Eine ziemliche Knutschkugel. Bei dem bin ich mir jetzt schon wieder nicht sicher, ob der uns jetzt doch angreifen wird. Es ist doch unmöglich, da was zu treffen, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass man da ein Flugzeug treffen kann. Das ist doch blanker Hohn hier. Ja, hau ab. Los, komm, hau ab. Ganz schön abgehoben, die Jungs. Ja, ich hoffe mal, wie gesagt, dass wir die Flugzeuge irgendwann mal, oder dass wir generell irgendwann mal ein Flugzeug abgeschossen bekommen. Das wäre halt echt einfach episch. Ich würde mich übel abfeiern. Auch wenn ich vermute, dass ich das wahrscheinlich nicht so schnell hinkriegen werde. Leider. Also aufgeflogen sind wir definitiv. Die wissen jetzt schon, dass wir auf dem Weg sind. Und je nachdem, was das jetzt bedeutet. Kriegsschiff, okay. Interesting. Juckt mich jetzt nicht. Nicht direkt. Ist wahrscheinlich einfach nur ein lappiger Zerstörer, der ein bisschen patrouilliert. Der sich auch mal wichtig fühlen möchte. Flugzeug in Sicht. Kurs 1. Oh oh. Das ist jetzt nur semi-gut. Haben wir denn die Batterien aufgeladen? Ja, die hätten wir aufgeladen. Ich habe keine Ahnung, ob das Kriegsschiff jetzt beidreht. Ob das das durchgefunkt bekommt, dass wir auf dem Weg sind. Wir werden es dann sehen, wenn wir angegriffen werden. Neuer Wegpunkt. Kurs 3, 5, 2. Wäre natürlich jetzt lustig, wenn der Kampfverband Aegis jetzt einfach im Hafen hier liegt und wir da easy peasy reinfahren und den uns einfach wegfrühstücken. Ich würde es feiern. Also ich würde es definitiv feiern, wenn das passieren würde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist natürlich gegen null, ne? Im Endeffekt wird das wahrscheinlich einfach in einer Sightseeing-Tour ausarten. Und wir werden da jetzt einfach ganz entspannt reinfahren. Moment, müssen wir rein. So, jetzt gehen wir mal auf Zero-Tiefe. Ganz entspannt, so kommen wir jetzt da abgetaucht rein. Könnte natürlich jetzt kritisch werden, weil die Häfen sind relativ seicht. Das könnte uns gleich zum Gefängnis werden, tatsächlich. Tiefe beträgt 1,0 Meter. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, näher kommend in 3, oh. 2, 7. Stopp, Moment. 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 Oh, lol. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Das ist der Hafen von Gibraltar oder was? Also ich war noch nicht in Gibraltar, aber sieht der wirklich so aus? Ist ja nice. Gucken wir erstmal gerade kurz die Kriegsschiffpeilung an, bevor ich da jetzt irgendwie weiter Sightseeing-Tour mache. Wenn das jetzt der Kampfverband Aegis ist, dann haben wir auf jeden Fall was zu tun für die nächste Folge. Schlecht sieht es gerade in dem Moment noch nicht aus. Ist auf jeden Fall ein Schlachtschiff, glaube ich. Bist du ein Schlachtschiff? Ja. Ein Schlachtschiff. Zwei Schlachtschiffe. Drei Schlachtschiffe, das sind... Oh Gott. Ja, ich würde sagen, das richtige Sightseeing verschiebe ich mal auf nächste Folge. Ich werde jetzt nochmal so grob Sightseeing machen. Und dann haben wir was zu tun für die nächste Folge, würde ich sagen, ne? Wir brauchen noch ein schönes Thumbnail für die Folge. Sieht natürlich jetzt sehr, sehr nice aus, tatsächlich. Auch mit der Küste im Hintergrund. Ich mag sowas. Ich mag tatsächlich solche
wunderschönen Thumbnails mit irgendwelchen Küsten im Hintergrund, mit irgendwelchen Kulissen, mit irgendwelchen, ja, einfach was, was cool aussieht. Ja, das ist so. Das ist eindeutig der Kampf von Mad Age. Und der Fett ist auf VG Breite lang, das sieht man ja, und das ist optimal für uns, da können wir nämlich schön reingrätschen. So, aber ich möchte tatsächlich mal schnell, bevor wir irgendwas anderes machen, nochmal bei Gibraltar vorbeigucken. Einfach, weil wir es können. Mit der Kamera. Dann machen wir in der nächsten Folge mal eine Tauchfahrt da rein und gucken uns das mal ganz speziell Stück für Stück an. Aber ist schon cool. Also, das haben sie schon schön gemacht. Ich bin ja ein Freund von Kleinigkeiten. Mit langsamer Fahrt, näher kommend, in 6, 9, in großer Entfernung. Alter, was hier zu schlachten gibt. Und ich glaube, das ist das wohlbekannte Flugfeld. Leider Gottes ohne Flugzeuge, wie ich das jetzt hier erkenne. Oder sehe ich da irgendwelche stationiert? Nee. Aber das ist auf jeden Fall das Flugfeld mit dem Tower dabei. Demnach haben wir jetzt auch schon mal ein Airfield gesehen. Auch wenn es nicht wunderschön aussieht, es ist halt einfach ein Airfield. So, wir tuckern auch entspannt noch Richtung Kampfverband Age oder Force Age. Ich hoffe, hier wird jetzt gewertet. Ich vermute nämlich mal, dass da hinten war nämlich auch schon mal der Kampfverband Age. Hat aber nicht gezählt. Oder das waren andere Schiffe, ich weiß es ja nicht. Dichtet euch da jetzt einfach irgendwas zusammen, so wie es euch am besten passt. Fakt ist, es wurde nicht gewertet. Wir haben Schiffe zerstört ohne Effekt. War jetzt kein Problem, weil wir hatten dadurch nur Torpedos verschwendet, die wir direkt wieder auf der Fahrt aufgesammelt haben. Also aufgenommen, aufgesammelt ist ja, glaube ich, falsch. Aber an sich, ja, es ist halt ein bisschen ärgerlich. Weil logischerweise, wenn das die Schiffe gewesen sind, dann haben wir die Schiffe auch entsprechend zerstört. Und das sollte dann auch scheißegal sein, ob die jetzt irgendwo bei Malta rumfahren oder ob die noch direkt in Gibraltar rumtuckern, ne? Ja. Keine Ahnung warum. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Hafen von Gibraltar bis jetzt von allen Häfen, die ich gesehen habe, eigentlich mitunter am besten. Wahrscheinlich auch einfach deswegen, weil die Topografie einfach so schön ist. Einfach ein riesiger Hafen mit Hügeln, mit Bäumen. Ja, so eine kleine Lagune schon fast. Gefällt mir. Hafenbucht halt, ne? Gut, wir sind bei 42 Minuten erst. Holy shit. Wollen wir mal Folgendes gucken. Ich mache es auf jeden Fall erstmal speichern. Wir hatten ja hier noch Schlachtschiffe 2, genau. Machen wir mal heute Schlachtschiffe 3. Was weiß ich. So, und dann würde ich sagen, wir befinden uns jetzt mehr oder weniger auf Angriffsposition. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt gespannt, wie es weitergeht.